Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Heute erklimmen wir den Kraterberg. Denn ganz oben auf der Sperrsäule ist Cyrus mit irgendeiner roten Kette oder so. Keine Ahnung, was der Typ vorhat. Wir sollten ihn aber dennoch definitiv aufhalten. Auf dem Weg können wir uns ein paar Items gönnen. Ich meine, warum nicht? Das Protein können wir uns zum Beispiel nehmen. Proteinpulver. Nehmen wir mit. Hier gehe ich lieber mit dem Steuerkreuz durch, weil sowas sonst passiert, aber ist es aus irgendeinem Grund trotzdem passiert? Moment, ist hier noch was? Warum ist denn hier Wasser? Außer hier ist es ein Item. Aha! Hat sich vielleicht doch gelohnt. Finden wir einen Funkelstein. Kann man mit dem Funkelstein nicht sogar Pokémon entwickeln? Yep. Also, falls ihr Surfer habt, könnt ihr hier am Anfang, direkt erste Ebene von Kraterberg, könnt ihr einen Funkelstein bekommen. Damit kann man Pokémon auf jeden Fall entwickeln. Und, ja, ich hoffe, jetzt verkacke ich diesen Weg nicht. Komm schon. Und die Anzeige kann ich schon mal entfernen. Die habe ich noch in letzter Folge angezeigt. Ich habe mich nämlich geirrt. Hä? Ich verstehe das nicht. Das ist so kacke hier im Remake. Diese Bewegung. Ja, es gibt noch eine VM. Aber ich werde nicht sagen, welche. Ich will nur sagen, es gibt noch eine. Der Platz macht da doch Sinn. Okay, ich habe einen anderen Plan. Vielleicht, wenn ich so hier bin und dann so gehe. So, so, so. Ich verstehe das nicht. Warum fliege ich da mal runter? Ich verschwende gerade voll meine Topschutz. Wie kommst du denn da durch, richtig? Vielleicht muss man das doch mit dem Stick machen. Kann man ganz langsam gehen? Oh, ja. Okay, mit dem Stick hat es geklappt. Komisch. Ich habe gedacht, mit dem Steuerkreuz wäre sicherer, aber nö. Ganz im Gegenteil. Hier, aber bitte nicht runterfallen. Treppen hoch. Nun geht's los. Das Abenteuer. Irgendwer hatte hier eine Brücke gebaut. Auch cool. Ist hier ein Item? Yep. An diesem Stein findet ihr ein Äther. Äther sind sehr nützlich. Würde ich nur empfehlen. Hier ist noch ein Item. Fluchtsaal. Falls man sich denkt, oh, doch noch was vergessen. Ich würde euch nämlich empfehlen, vielleicht auch Bälle mitzunehmen. Die Bälle könnte man ja vielleicht gebraucht. Wo kommen wir denn hier raus? Auf Route 207? Ach, sieh mal einer an! Ah, Abkürzung. Mehr oder weniger. Also jetzt wissen wir von dieser Abkürzung auf jeden Fall. Hier ist noch eine Brücke. Irgendein Architekt hatte hier sehr viel Spaß. Hier auch ganz viele TMs zu verstecken. Unter anderem Steinhagel. Eine gute Steinattacke. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Eigentlich schon ganz gut. Hier ist ein Beleber. Also das Spiel spammt einen gerade voll mit Items. Man merkt, glaube ich, gerade, ne? Dass man auf jeden Fall bereit ist. Oh Gott, nicht runterfallen. Nein, nein, nicht schon wieder das vom Anfang machen. Ja, na, noch Schutz ansetzen. Hier tiefer rein in die Höhle. Oder in den Berg. Immer weiter nach oben. Wir wollen dann den Gipfel schließlich erreichen. Aber bevor wir das machen. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Oh ja, das lohnt sich. Top-Beleber. Richtig geiles Item. Oh, hi. Willst du kämpfen? Oh ja, uns Riepel wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer 2 befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Da gehörst auch du dazu. Anscheinend war das HQ nicht das einzige, das ist das letzte Mal, wo wir gegen die Team Galactic Gruppe kämpfen mussten. Im Kraterberg lauern nur unzählige von denen, wie es scheint. Naja, immerhin ein Vorteil für uns, dass wir OP sind und die alle nur gerade mal Level 40 erreicht haben. Wir sind gerade mal Level 50. Also versucht mal mitzuhalten, ja? Gigasauger, oh. Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte der zugefügten Schaden werden hochgeschrieben. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, ich nehme das sogar an. Ganz ehrlich,
Ich glaube, ich nehme das sogar mit, weil es hat 100% Genauigkeit. Rasierblatt kann zwar critten, aber trotzdem. Ich nehme Gigasauger erstmal mit. Vielleicht werde ich es später noch ändern. Jetzt nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Bisschen neue Attacken. Schadet nie. Vor allem, wenn sie relativ gleich und ähnlich sind. Von daher. Ich kann es nicht akzeptieren. Und ich will es auch nicht akzeptieren. Musst du aber. Deal with it. Tritt Team Galactic bei und unterwirft dich unseren Regeln. Dann hätten wir alle keine Probleme mehr. Nö. Nö, 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 nö. Oh, hi. Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit von Team Galactic. Verrückter Typ. Die sind viele Trainer, aber die haben alle anscheinend nur ein Pokémon. Geht denen vielleicht der Vorrat aus? Der Vorrat von den ganzen Wurmpilzen, die gespammt gefangen haben? Maybe. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Denn auf einmal hat jeder Trainer nur noch ein Pokémon. Hm. Makes you wonder. Du haust bitte ab, ja? Dunkelklaue. Miau, miau. Pau. Tschüss. Level up! Hm, ich müsste mal wieder Scorpio leveln. Ich tu mal nach vorne. Wann kommt eigentlich mal meine Zeit? Deine Zeit? Pause oder was? Es ist zu spät. Du kannst dich anstrengen, so sehr du willst. Es wird keinen Unterschied machen. Sagst du. Ich bedenke aber. Ich denke aber schon, dass ich noch große Chancen habe. Oh, die Musik ist so geil. Heiz mich mal ein bisschen. Kann ich nicht rausholen? Wieso geht denn das nicht? Nö, Boomer kommt ja nicht raus. Ich liebe diesen Ort. Der hat so eine geile Atmosphäre und vor allem mit dieser Musik. Willkommen beim Kraterberg. Das ist die eigentliche Musik. Und mit dieser epischen Musik geht unser Abenteuer immer heiter weiter. Durch diesen Schneesturm. Immer weiter hinauf. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe so eine geile Atmosphäre immer. Ich fühle dieses richtig. Immer hier. Mit dieser Musik. Diesen Schneeberg. Immer weiter hinaufklettert. Ist eine Höhle. Ich weiß nicht, wo es lang geht übrigens. Ich werde wahrscheinlich viel verpassen. Ihr solltet auf jeden Fall umschauen. Es gibt hier bestimmt überall noch Items. Vielleicht hole ich sie noch irgendwann mal nach. Aber da es hier gerade weitergeht und ich habe keinen Bock zurückzugehen, machen wir auch weiter. Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit, die nur uns gehört. Und deine Uhr drehe ich jetzt zurück in eine Zeit, in der es keine Pokémon gab. Nein. Warte, was? Zeit umdrehen? Celebi? Wollen die aber mit dem Celebi die Zeit umdrehen? Oder was ist jetzt deren Plan? Hä? Keine Ahnung, Mann. Genau jetzt habe ich meine Flugattacke nicht. Na, ist klar. Ist klar, aber bam. Was auch klar ist, dass ich sehr viel Damage gegen euch mache. Weil ihr trotzdem Noob seid. Auch wenn du zwei beim Flugox hast. Doppelte Erfahrungspunkte, nenne ich sowas. Und einen Doppel-Loose für dich. Noch ein Golbat. Irgendwie, eine Seite von mir will eigentlich noch sich umschauen, nochmal nach draußen gehen. Weil ich glaube, wenn hier ein Rüpel ist, ist es hier wahrscheinlich der richtige Weg. Und irgendwie will ich ja nochmal zurückgehen und gucken. Weil ich, mein Top-Schutz, ne, der hält auch nicht ewig an. Ich glaube, der ist sogar schon leer. Bin mal, oder? Weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall. Vielleicht komme ich mich doch nochmal um. Ah! Ja, so fühle ich mich auch, weil ich mich entscheiden muss. Du kannst ruhig kämpfen. Du allein wirst Team Galactic nicht aufhalten. Es macht keinen Unterschied, wie viele Pokémon du einsetzt. Warum riech ich so komisch? Weil du komisch bist. Und ja, hier geht's 100% nicht weiter.
Also hier geht's weiter nach oben. Merke ich mir. Höhle mit Wasserfall am Anfang. Okay. Aber hier rechts war ich mir sehr sicher, dass es da noch was gab. Ja, ich mag diesen Berg eigentlich schon sehr, wie ich vorhin erwähnt habe. Das Einzige, was ich zu bemeckern habe, ist, dass man im Original, man hat ja damals im Original nicht so ein sehr nützliche Pocket-App, die direkt VMs benutzen lässt, ohne ein Pokémon zu haben, was es überhaupt kann. Deshalb musste man immer ein Bidifass mit sich haben, dass es die Attacke kann, die alle TMs gefühlt kann. Ansonsten musst du deinen richtigen Pokémon, wenn du sie machen willst, diese schlechten VMs erlernen lassen. Und das fand ich immer kacke. Das habe ich nämlich als Kind gemacht. Ich habe zum Beispiel bei den Poolen oder so Surfer und Zerschneider und Charakter oder so, irgendwie sowas halt beigebracht. Oh hey, warte, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Hyperball. Nehme ich mit. Moment. Kann ich ja abkürzen? Ja, kann ich. Brauche ich keine Stärke benutzen. Oh, cool. Wusste ich nicht. Jetzt sind wir schlauer. Ja, war mir klar, dass Schutz wieder verschwendet wird. Egal. Hi. Die Beleidigung ist allmächtig. Nur ein Tor würde uns trotzen. Aha. Wir mussten ja einmal schon ein bisschen hochgehen in den Berg hinauf, damit wir zu dieser Stadt oben kommen. Wie hieß denn die Stadt? Ich sehe mal gleich auf der Map. Ach, ich wollte ja noch auf der Map die Seen zeigen. Fällt mir auch gerade ein. Na gut, wenn es mir jetzt sowieso wieder einfällt, dann mache ich das gleich mal. Aber ja, wir mussten ja sowieso mal den Kraterberg hoch. Für die Schneestadt und das Schneegebiet allgemein. Und jetzt nochmal hier lang, aber einen ganz anderen Weg. Und zwar relativ mittig bleiben, wie es scheint. Und nicht die ganze Zeit nach oben. Oder nach Norden, besser gesagt. Du hast nicht so einen großen. Was eigentlich keinen großen Unterschied macht, um ehrlich zu sein. Bam, bam. Giftzahn. Oh no. Ich habe Angst. Giftzahn und nie. Ciao. So, gucken wir mal kurz auf die Map, wenn das okay ist. Please, hör auf zu labern. Niemand lügt. Den Mächtigen nicht entgegenzutreten, ist die wahre Torheit, sagst du? Ja, weiß ich nicht. Solange man Pokémon bei sich hat, hat das Alter keine Bedeutung. Pokémon gleichen den Altersunterschied aus. Ich hatte das zu spät verstanden. So, und zwar meinte ich ja irgendwann mal, die Mitte ist der Kraterberg. Wenn wir hier sehen, hier ist es, hier ist der eine See, hier ist der See und hier ist der See. Und die Mitte von den ganzen ist exakt hier. Wenn die sich alle drei in der Mitte treffen müssten, wäre es hier an der Sperrsäule. Ihr seht, das ist hier alles Kraterberg. Schön und gut, dass es hier alles Kraterberg ist. Aber nur die Mitte ist die Sperrsäule. Wir sind ein bisschen rechts. Gerade auf der Seite. Und, hey, hier ist eine Höhle. Aber wie kommen wir da hin? Aha, neuer Ausgang. Weiteres Schneegebiet. Ich werde jetzt nicht alles zertrümmern. Hier ist ein Item. Und hier geht es nach unten. Oh Gott, das ist so kompliziert alles. Sonderbonbon immerhin. Ah ne, hier geht es nicht nach unten. Das ist woanders. Okay. Ich vermute mal, dass hier falsch ist. Sicher? Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Moment, eure letzte? Ich hab nicht recht, vielleicht sind wir wirklich schon zu spät dran. Dann die letzte? Was haben die da vor? Wollen die da irgendwen fesseln? Den Präsidenten oder so? Oder ein Pokémon? Was wollen sie mit der Kette tun? Letzte Operation.
Das muss ja dann was Riesiges sein. Was man vielleicht nur auf diesem Kraterberg machen kann? Hat dieser Kraterberg vielleicht irgendeine wichtigere Bedeutung, als einfach nur ein großer Schneeberg zu sein? Und ich sage noch, dass uns niemand in die Quere kommen wird. Je näher du dem Gipfel kommst, desto näher kommst du auch den Sternen. Bald werden wir Team Galactic. Team Galactic wird jedenfalls groß erreichen und so. Keine Ahnung, was wir machen. Er hat selber keine Ahnung, was die große letzte Operation sein wird. Nein, da wollen wir nicht hoch. Wir wollen hier hoch. Bevor wir da jetzt da unten in die Höhle reingehen, weil das sah irgendwie aus, würde es da weitergehen. Was ist dann hier? Oder geht's hier lang? Hier ist eine Höhle. Oh Gott, riesiger Weg nach unten und überall hin und her. Musik geht ab. Oh, hier geht's weiter nach oben. Okay. Hier geht's weiter nach oben, dann ist das andere nur Bonus. Hä? Warum ist das dann Bonus? Guck dich das an. Das ist nur für... Das ist... Oh, Geld. Immerhin. Aber das ist nur für Leichen. Oh. Habe ich keinen Schutz mehr? Oh nein, ich habe keinen Schutz mehr. Kann ich einen anderen Weg gehen? Ja, hier kann ich lang und dann hier kann ich lang. Kann ich den hier bewegen? Jetzt müssen wir Umwege gehen. Denn jetzt habe ich meinen ganzen Topschutz verschwendet. Die sind nicht billig, die Dinger. Dass man da noch einen wilden Encounter bekommen kann direkt, das ist böse. Oder hier in der Höhle. Das nervt mich jetzt. Die Musik wird jetzt dabei gestört wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, hundertprozentig. Ich muss überlegen, wo ich lang will. Hier oben ist ein Item. Das können wir uns schnell mitnehmen. Was Geld? Riesenpilze sind immer Geld. Das sind Items, die verkauft man für Geld. Und anderen Nutzen haben die nicht. Hey, ich will gegen den Trainer kämpfen, nicht gegen dich, Marshawk. Ich weiß, du siehst richtig buff aus und hast auch so einen krassen Gürtel bekommen, weil du so krasser Schwarzgurtkuchen bist, was auch immer. Keine Ahnung, mir egal, geh weg. Ich hab keinen Bock gegen dich zu kämpfen, lass mich in Ruhe. Und wenn es mich, wenn ich schon... Egal. Ist dir nicht bewusst, dass du mit deinem Erfolg Menschen unglücklich machst? Nur deinetwegen gehst du den Mitgliedern von Team Galactic sogar schlecht. Gott, die ist ja komplett verzweifelt. Ich glaube, die versteht nicht, dass sie was Schlechtes tut. Das wäre aber ein krasser Plot-Twist. Am Ende, wir sind, machen was Schlechtes. Aber so wie der Boss mit uns geredet hat, er wirkte nicht wie ein Nice Guy. Nicht wie so ein krasser Held, der alles richtig macht und so. So wirkt er nicht auf mich. Ich bezweifle, dass er was Gutes tut. Und du lässt dich manipulieren. Wahrscheinlich für Geld oder so. Oder einfach, weil dir euch irgendwas Krasses versprochen wurde. Eine neue, fantastische Zukunft. Oder was auch immer. Nein. Er spielt nur mit euch rum. Traut ihm nicht. Ihr müsst das mal in euren Kopf kriegen. Checkt doch mal, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Wir werden noch, bevor wir ankommen, alle auf Level 50 gebracht haben, wahrscheinlich. Was ich ziemlich cool finde, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen OP, aber... Was soll ich daran ändern? Siehst du, jetzt bin ich furchtbar traurig. Sorry, aber ich muss tun, was getan werden muss. Das einen freut, ist das anderen leid. Jeder sollte lachen und glücklich sein. Wie lächerlich ist das denn? Team Galactic sollte lachen und sonst niemand. Okay. Hör, was... Hör, geht dir doch lang? Nee, kann doch gar nicht sein. So, ich wollte eigentlich heilen. Das wollte ich eigentlich machen. Zack. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Hast es nicht, du hast mich bis hierher verfolgt. Gut, dann lass uns kämpfen. Ich hab dich verfolgt? Wieso hab ich dich verfolgt? Ich kenne dich nicht mal. Du bist irgendein random Rüpel. Warum soll ich ausgerechnet dich verfolgt haben? Was
Das ist natürlich ein blödes Matchup. Ich riskiere es. Setze meinen Traummagiel ein und hoffe, dass ich dich one-hitten kann, bevor du es tust. Ja. Du Idiot! Oh, schneller. Du Idiot, der hätte sich entwickeln sollen. Pow! You are dead. Traummagiel einfach MVP. Hat sich als letztes entwickelt, aber dafür kann man sagen, das Beste kommt zum Schluss. Oh. Oh, ich habe gerade gedacht, da kommt jetzt Charmian. Ich habe es im Kapu gelesen, habe an Charmian gedacht. Keine Ahnung, was da los war. Aber egal. Ich habe mich einfach nicht aufgepasst und nicht mitgedacht. Aber ich habe nicht erwartet, dass du... Oh, nee, egal. Volltreffer sogar. Mit dem Volltreffer so wenig Damage und du denkst, ich könnte hier nicht durchkommen. Es mag vielleicht sein, dass ich zu spät bin, für was auch immer ihr da vorhabt. Aber dass ihr denkt, ich komme hier nicht mehr durch, das ist traurig. Das ist einfach nur falsch. Genauso falsch wie das, was ihr hier vorhabt. Ich meine, irgendwas fesseln hört sich schon falsch an. Ich meine, da muss ich darauf eingehen? Eigentlich nicht. Haut einfach ab. Erdbeben, tschüss, ich gehe weiter. Danke. Und hoffentlich kommen nicht mehr so viele wilde Pokémon. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Schutz holen sollen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie in den 3D-Spielen ist Schutz komplett schlecht geworden. Wie bist du nur so stark geworden? Oh, nach 15. Trainertext? Ich bin einfach stark, du nicht? Der Kraterberg. Ich bin zwar nur ein Rüpel, aber selbst ich fühle seine rätselhafte Energie. Hier herrscht eine rätselhafte Energie? Hm. Oh, ein kleines Klingblim. Kann sich zu Palim Palim entwickeln. Es ist zwar eins der unnötigsten Pokémon ever, aber ich mag das Design. Hat ein cooles Design. Deshalb holt man sich eigentlich Schutz. Aber ich will jetzt eigentlich nicht jedes Mal, wenn ich wildes Pokémon sehe, Pause drücken in der Aufnahme oder cutten. Sonst auch mal. Eigentlich. Aber so ein bisschen fühle ich mich langsam gezwungen. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass es hier lang geht. Oder? Ich hab mich völlig verlaufen. Bitte beachte mich einfach nicht. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Er lässt mich da nicht durch. Okay, dann ist das für später. Alles klar. Hier sollen wir also später hin. Merken wir uns das. Hier später hin. Später hier sei ein wichtig Event. Aber jetzt ist hier noch nicht richtig. Die Musik ist so episch. Wenn jetzt ein wildes Kleinstein kommt, ist das so nervig. Schnell hoch! Schnell raus! Ich habe schon diesen Kleinstein hinter mir gesehen. Warte, wo geht der hin? Okay, richtig lang. Gut. Riskieren! Oh, hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich einfach nicht machen sollen. Man kann sich sehr, sehr leicht hier beim Kraterberg verlaufen. Ich glaube, deshalb habe ich doch damals gedacht, dass dieser Ort hier riesiger wäre, als er eigentlich ist. Wir werden das gleich sehen. Dass wir schon gleich das für die Spitze erreichen werden. Lang ist es nicht mehr. Vielleicht werden wir schon die Spitze erreichen. Und wir hoffen wirklich, 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 dass wir noch nicht zu spät sind. Für was auch immer da für ein Fiasko abgehen wird. Hoch da. Oh, wir sind schon, glaube ich, schon da. Glaube ich, letzte Ebene. Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun. Und ich muss mich hier mit einem kleinen Eindringling herumschlagen. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Kannst du wenigstens schnell verlieren? Andersrum. Kannst du wenigstens schnell verlieren, damit ich in der Folge noch mehr zeigen kann? Ah, ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht.
die sind hier alle so komisch, Mann. Ob ich noch Level 50 werde? Mit allen? Nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, Scorpio ist ja mein unterleveltstes Pokémon, in Anführungsstrichen. Nicht groß, ein Level nur, aber trotzdem. Ich glaube nicht mal, dass es rechtzeitig noch Level 50 reichen wird. Nicht schlimm, mit einem Level 48 Pokémon kann man auch noch gut was anfangen. Aber vielleicht switche ich gleich. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da gleich ein Kampf vor uns liegt auf dem Gipfel. Du solltest mich eigentlich nicht besiegen, das war nicht geplant. Und jetzt? Meine ganze Hochstimmung ist weg. Dieser Kraterberg-Trip ist zu hart und zu lang und zu kräftezehrend. Aha. Team Galactic will die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber allein kannst du uns nicht aufhalten. Doch. Warum sollte ich das nicht alleine können? Aber was eigentlich machen könnten, ist doch mich festhalten, oder nicht? Oder mir meine Pokebälle stehlen. So einen Hinterhalt, so irgendwas, was ich nicht erwartet hätte. Wisst ihr, was ich meine? Die können sich doch an mich ranschleichen, mir einen Pokéball klauen und mich dann fesseln und dann festhalten und alles. Und dann Geschichte. Aber, nee? Nein, nein, das wäre zu Big Brain für die, glaube ich. Das würde gar nicht zu deren Schema passen. Nee, nee, die sind doch gute Menschen. Ach, die machen doch sowas nicht. Die klauen ja nur Pokémon, weil Pokémon fühlen nichts. Das sind ja nur Lebewesen, die was fühlen. Weil die fühlen nichts. Ja, aber Menschen, bei denen kann man das nicht tun, weil wir sind doch alle Menschen. Aber wie die eine meinte, nur dem Galaktik darf sich fröhlich und glücklich fühlen, alle anderen Menschen nicht. Was haben die vor? Wollen sie uns etwa allen Menschen die Emotionen wegnehmen? Ich meine, Cyrus meinte auch, Emotionen sind nutzlos. Ich weiß auch nicht. Wäre eine Idee. Umgekehrt konnte ich dich aber auch nicht aufhalten. Ja, das konnte bisher keiner. Lässt unser Boss uns etwa zurück und beansprucht alles für sich? Puh. Werden wir niemals herausfinden. Denn dieses hält uns auf. Ganz knuddelig. Also, das will ich aber schon fangen, du. Das ist ja schon ein süßes, niedliches Pipi. Ups. Bin ausgerutscht. Aus Versehen mit meinem giftigen Stachel ausgerutscht an das Pipi. Gestorben. Sorry. Sonnentag. Sonnentag macht das. Aber, also versteckt Feuerattacken, schwächt Wasserattacken, aber nein, ich lasse es. Ist für manche Pokémon sehr gut, aber für Magbrand nicht unbedingt. Das hat bessere Attacken drauf. Und ich glaube, wir sind schon da. Die letzte Staircase. Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben. Und mit diesem fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf den Heimweg. Glaubt ihr wirklich, dass Team Galactic vielleicht einfach nur die Emotionen stehlen möchte? Wenn man so 1 plus 1 zusammenrechnet, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Eine neue Welt, wo nur Team Galactic was fühlt. Okay, vielleicht lese ich einfach nur zu viel rein. Vielleicht habe ich auch was ganz anderes vor. Ich meine, hier hat noch irgendwas mit der Zeit gelabert oder so. Zeitreisen? Keine Ahnung. Vielleicht wollen die Zeitreisen, um dann andere legendäre Pokémon zu schnappen? Das ist vielleicht die letzte Operation? Was? Letzte Operation ist irgendwie letzter Schritt. Akupressur? Was ist das denn für eine Attacke? Das sagt mir gar nichts. Oh, 0 AP, ups. Anwender übt Druck auf Stresspunkte aus und erhöht einen Statuswert stark. Irgendeinen Statuswert stark? Nee, danke. Hört jetzt nicht so prickelnd an, um ehrlich zu sein. Du.
Ja, aber Scorpio kann ich nicht mehr so lange benutzen. Der arme, coole Dude, der hat nicht mehr so viel drauf. Der wird langsam ausgepowert. Immerhin hat er Level 49 jetzt erreicht. Aber er hat keinen Bock mehr zu kämpfen, glaube ich. Er will ausgeswitcht werden. Ah ne, warte, meine AP ist noch leer, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Man macht sich sogar Sorgen. Oha, Scorpio, also jetzt. Muss aber nicht übertreiben. Bam! Einmal reingeschlagen, er macht einen Konfu-Strahl. Ist uns eigentlich egal, wir uns schlagen. Wir tun uns nicht selber schlagen, oder Scorpio? Du willst doch nicht dich selber mit deinem eigenen Gift abstechen, oder? Das würdest du doch nicht tun, oder? Sogar, wenn ich das Kreuz hier reinsetze, kannst du das sowieso nicht machen. Nee. Aber nicht. Bam. Und damit würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge den Gipfel erreichen und schauen, was da abgeht. Du, wie kannst du es wagen? So dankst du mir also für meine Großzügigkeit? Nur noch 15 Decks? Wir konnten dich nicht aufhalten. Man wird uns als Nutzlos erachten. Unser Boss kennt da kein Pardon. Hört sich nicht so krass an wie ein cooler Boss. Schauen wir mal in der nächsten Folge, was da abgeht.